Servus Leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Ich bin der Syrakus und wir spielen Crusader Kings 3. Ja, in unserer aktuellen Let's Play-Reihe befinden wir uns noch immer in der ersten Staffel unseres ja, geschichtsträchtigen Vorhabens, das wir hier haben. Jedes Mal, wenn ein aktiver Charakter, den wir spielen, sein Ziel erreicht hat, ein großes Ziel, das wir ihm gesteckt haben, oder ja, sein Ableben in Kraft getreten ist, werden wir den Charakter wechseln. Und zwar nicht innerhalb nur unseres Hauses oder der Dynastie, sondern wirklich global auf der Karte, irgendwo, wo das Geschehen vielleicht nicht allzu weit weg ist, sodass wir immer noch ein bisschen was mitkriegen von dem, was unserem alten Charakter zustößt. Vielleicht kehren wir auch nochmal wieder zurück. So hatte ich das ja bislang im Video euch immer erklärt. So für die, die jetzt vielleicht so als allerletzte in diese Folge dann mal geplumpst sind. Ja, und in der letzten Folge hatten wir wieder einige Ereignisse. Und zwar hat uns einer unserer Vasallen, unser Schwiegervater, Graf Kobo von Kassel, hat uns darin ermahnt, unsere ja, Bemühungen, Ansprüche gegen Marburg zu fingieren und so unser Land ja, zu erweitern und uns quasi daran zu bereichern, dass das doch wirklich nicht unseres Standes würdig ist und das bestimmt auch nicht unserem Glauben entspricht. Und wir haben dem zugestimmt. Wir sind da eingeknickt und haben gesagt, das sehen wir genauso. Wir haben Abbitte geleistet und uns auf eine Pilgerreise gegeben und daraufhin erkannt, wer denn doch der eigentliche Feind ist. Und zwar das slawische Volk. Das slawische Volk, das ja unsere Gebiete, sächsische Gebiete von einst doch auch besetzt, mit dem wir schon früher oft in kriegerischen Auseinandersetzungen gesteckt haben. Einen großen Oberhäuptling konnten wir ja bereits unterwerfen, beziehungsweise nicht für unsere Zwecke, aber zumindest dem Glauben unterwerfen. Radomil von, ach, jetzt verwechsel ich die beiden bestimmt wieder. Ich glaube nicht Lutitia, sondern Lusatia. Vielleicht spreche ich es auch falsch aus. Wir können es sofort überprüfen. Und stattdessen, jetzt überprüfen wir es gerade erst. Lusatia, genau. Lusatia ist mittlerweile katholisch. Ja, Häuptling Radomil hat sich uns hier hingekniet und gesagt, nein, das geht so nicht weiter. Wir werden uns dem Glauben der Christen unterwerfen. Unser neuestes Ziel ist jetzt hier Oberhäuptling Mislav, bekannt als der Milde seit neuestem von Lutitia. Er steckt auch in einem Kampf. Er verteidigt hier gegen Oberhäuptling Miskivoy, dem wir schon Lübeck abgenommen haben. Der versucht nämlich auch das Wilzenland zu erobern. Interessant. Ja, das soll er mal jetzt nicht jetzt versuchen. Da würde er sich nämlich nur wieder eine blutige Nase holen. Wir kennen uns noch, mein Freund. Du sollst der Nächste sein. Ja, Wilzenland haben wir belagert. Jetzt wird hier Magdeburg vom Feind belagert. Und so wie ich Herzog Otto einschätze, würde er das verhindern wollen. Er möchte nicht, dass hier sein Volk unnötig leiden muss. Er wird hier runterziehen. Er ist nicht mitfühlend. Okay. Kreuzritterkönige. Ah, okay. Die Kreuzzüge können jetzt auch ausgerufen werden. Interessant. Ach ja. Einige Dinge, ihr habt es eben ja schon gesehen. Unser Startbild hat sich doch stark verändert zum letzten Mal hin. Einige Charaktere sind hier rausrotiert. Ich habe hier immer so ein bisschen Charaktere drin, die so die stärksten Global Player am Rand unserer Grenzen sind. Außerdem, die innerhalb unseres Reiches vielleicht in der letzten Folge oder in dieser von entscheidender Rolle waren oder sind. Teilweise Familienmitglieder hier unseren Spielererben mal mit reingepackt. Neue Charaktere, die aufgetreten sind. So konnte sich Karlmann tatsächlich gegen seinen Vater durchsetzen und den Königstitel von Bayern ihm schon abringen für seinen Bruder. Der ist jetzt König von Bayern. Das können wir uns gleich auch nochmal anschauen.
Und außerdem habe ich hier schon Jarl Hastein reingenommen. Denn Jarl Hastein hat einen Invasionskrieg gegen das Königreich Lothringen proklamiert. Und das hat jetzt weitreichende Folgen. Nämlich, ihr seht es hier, das Königreich Lothringen. Oh nein, das ist tatsächlich noch. Was hat er denn hier geschafft? Ein Krieg gewonnen, montenegrinische Invasion von Königreich Lothringen. Also das ist jetzt abgeschlossen, aber trotzdem ist König Lothar immer noch König von Lothringen. Okay. Dann hat er wohl einen der anderen Titel, den der inne hatte, sich geholt. Schade, das kann ich jetzt hier in dem Sinne gar nicht mehr wirklich nachvollziehen. König Lothar bleibt weiterhin hier König in diesem Bereich. Okay. Aber wir haben hier einen neuen Kontrahenten. Graf Hastein von Montague mit unglaublichen 9.500 Truppen. Wir können nur hoffen, dass er nicht allzu alt wird, damit diese Truppen wieder verschwinden. Aber gleichzeitig haben wir hier natürlich auch wieder ein interessantes Ziel für uns. Denn ich denke mal, die Mark und derlei. Okay, fränkisch. Aber das könnte doch auch ein lohnenswertes Ziel für unsere sächsischen Mitmenschen sein. Nun gut, okay. Wir ziehen hier unten in den Kampf. Oh, Graf Kobo wurde von feindlichen Soldaten verwundet. Das ist nicht gut. Oh, wir konnten aber Oberhäuptling Mislav direkt gefangen nehmen und den Krieg somit zu unseren Gunsten wenden. Wir schauen uns mal den Ausgang der Schlacht an. Oh, wir konnten noch jemanden, Häuptling Stenek, den Einfachen von Wilzia. Ah, vielleicht gucken wir mal, ob wir hier nicht noch ein bisschen Kleingeld erbeuten können durch Lösegelder. Stenek wurde gefangen genommen. Hier wurde Jaromar verwundet. Graf Kobo ist verwundet worden. Den anderen geht es aber allerdings gut. Okay. Wir reduzieren mal kurz die Zeit, wenn wir sie gleich laufen lassen. Schauen mal. Gefangene. Jawohl. Den Häuptling Stenek, den möchte ich doch ganz gerne vorher noch über Lösegeld. Der wird sich dann wundern, wenn er nach Hause kommt und sein Zuhause weg ist. Die arme Sau. So. Forderungen erzwingen. Damit erhalten wir sämtliche Ländereien hier. Alle Armeen auflösen. Jawohl. Nee, wir befinden uns doch immer noch hier in einem Kampf. Ah, okay. Aber der zielt ja dann nicht gegen uns ab, sondern natürlich gegen König Ludwig. Das heißt, wir müssen uns diesem Krieg auf jeden Fall anschließen und die Leute hier abwehren. Das werden wir so auf jeden Fall durchsetzen. Also, diese. Jetzt habe ich sie gerade gar nicht im Kopf, wie sie heißt. Neueste Grafik-Mod, die ich hier aktiviert habe, wodurch noch mehr kosmetische Möglichkeiten für die Charaktere ins Spiel kommen, hat irgendwie zur Folge gehabt, dass alle so komische Gebetsperlen um den Kopf haben, um den Hals. Dass man das sehr mühselig dann hier bei allen ausstellen muss. Wunderbar, okay. So. Wir müssen unserem Lehnsherrn sagen, dass wir uns seinem Krieg anschließen, denn er betrifft ja auch uns. Und dann würden wir aber auch direkt wieder unsere Truppen ausheben. Ja, zu viele Grafschaften, das ist mir schon klar. Das werden wir gleich lösen, das Problem. Aber erstmal müssen wir hier diesen Krieg irgendwie versuchen rumzureißen. Denn wir wollen auf keinen Fall Havelbeck verlieren. Havelberg, nicht Havelbeck. So. Das heißt, wir heben hier schon mal alle unsere Truppen aus.
Afkobu ist noch verletzt. Dann lassen wir ihn das auch noch erstmal auskurieren. Wir können natürlich jetzt keinen dazu rufen, da es nicht unser direkter Kampf ist. Ja, womöglich müssen wir hier erst Gebiete abgeben. Das sind alles Stammesgebiete. Mit denen können wir in der Theorie nicht so richtig was anfangen. Wir sollten hier also schauen, dass wir hier andere Vasallen einsetzen. Ach, wir haben noch Gäste vielleicht, die interessant sein könnten. Franz, 45 Jahre alt, scheint mir ein fähiger Kämpfer zu sein. Den würde ich doch mal glatt an unseren Hof holen. Okay, Rudiger. Nicht sonderlich fähig. Sitzen wir das mal aus. Okay, wen haben wir denn jetzt? Ja. Wir haben hier einen Ritter, Rüschard. Noch einen Ritter, Juris, katholisch, polabisch. Hier haben wir also zumindest schon mal einen Polaben, den wir hier einsetzen könnten. Und ich glaube, Rüschard geben wir Rupien. Das passt alleine so. Ich mag immer diese Alliteration. So, mal schauen. Da. Richard, unser Ritter, wird Rupien bekommen. Dadurch können wir auch gleich wieder mehr Truppen halten. Sehr gut. So, dann haben wir ja hier quasi jetzt das Herzogtum von Nordmark und das hat die Hauptstadt Brandenburg. Das heißt, Brandenburg werden wir selbst halten und Havelberg werden wir abgeben. Das können wir allerdings nicht jetzt, da es gerade belagert wird. Wäre ja auch eine gemeine Sache. Okay. Da sind einige Truppen da und vor allen Dingen die doppelte Anzahl an Rittern, die macht mir jetzt hier so ein bisschen Sorgen. Aber kein sonderlich herausragender Befehlshaber. Mit 14, wir haben 26. Gut, wir haben jetzt hier gerade auch natürlich in diesem Wert einfließend Wintersoldat. Nee, eigentlich kommt das alles hier zu unserem Vorteil mit hinzu? Wir würden das wohl gewinnen, dann werden wir es versuchen. Eine gewagte Sache, vielleicht war. Moment, wir schauen noch einmal hier unsere Ritter, ob wir hier wirklich das Optimum mitgenommen haben. Graf Kobo ist immer noch verletzt. Ja, so darf er nicht mit. Nein, das verbieten wir ihm dann an der Stelle. Schwager, dem erlauben wir es. Juris zwingen wir. Walbert von Lübeck erlauben. Graf Richard erlauben. Franz zwingen. Rimbert macht seine Sache hier. Das interessiert uns ja immer so ein Stück weit. Oh, er hatte schon eine Frau, die ist bereits gestorben. Und einen Sohn Bertram von Bremen. Okay, interessant. Ah, wird vielleicht sich ganz anders entwickeln als unsere letzte Let's Play-Reihe hier. So. Jetzt heben wir hier nochmal andere Truppen dazu aus. Fügen die zusammen. Oh, das dauert noch einige Tage, bis dann alle Truppen da sind. Ja, gut. Das warten wir gerade noch ab. Was ist hier in der Zwischenzeit passiert? Ja, das hatten wir schon geklärt. Polabisch-slowenskanische Populisten in Brandenburg.
Ah, tut mir leid, da müssen wir uns irgendwann mit auseinandersetzen. Okay. So. 2 Tage, dann ziehen wir los. Alle Truppen sind beisammen. Wir rücken aus. Und wir führen unsere Armee auch selber an. Oh, und hier passiert es jetzt. Spannender Moment. Okay, Battlefield Combat. Through blood and horror, your size the chance to face up against Miroslav. Miroslav von Wilzenland. Von Wilzenland? Aber Wilzenland gehört doch zu uns. Serving under Oberhäuptling Ludwigs Command. After a brief look around, Sudo not spot any immediate threat which could disturb the upcoming duel. Only one should prevail. So, also entweder wir greifen jetzt Miroslav mit einem Sweep an. Dadurch würden wir unser Kampfgeschick erhöhen. Oh, vielleicht sterben wir aber auch. Wir greifen ihn normal an. Dadurch starten wir ebenfalls ein Duell gegen ihn. Oder wir weichen da zurück. Nein, okay, das würden wir natürlich auf keinen Fall. Ja, aber wir sind auch jetzt nicht unvorsichtig. Also ich würde hier auf keinen Fall, denke ich, etwas riskieren. Nein, dafür ist er ja, also er ist jetzt ja nicht dümmlich, bescheiden, zufrieden. Und ehrbar ist er ja eigentlich schon. Also, nein, wir gehen hier mal die vorsichtige Variante. Ich habe nicht Lust, jetzt schon direkt wieder als neuer Herrscher weiterzumachen. Vielleicht ist das jetzt ein bisschen ja, aus dem Rollenspiel herausgenommen. Aber wir greifen ihn ja trotzdem an. Zweikampf, Herzog Otto. Zu Beginn des Kampfes umkreisen Miroslav und ich uns einige kurze Momente eher gemächlich, wobei jeder eine Möglichkeit sucht, eine Lücke zu finden. Ich, mein Hammer, bereite mich zu verteidigen, während er seinen Streitkolben fest in der Hand hält. Nur einer von uns wird hier überleben und ich habe fest vor, dafür zu sorgen, dass ich das sein werde. Ein plötzliches Zucken kündigt den Beginn unseres Gefechts an, als unerwarteterweise gelingt es Miroslav, einen hinterhältigen Tritt gegen mein Schienbein auszuführen, was mich kurzzeitig zum Humpeln zwingt. Da habt ihr. Sterbt einfach. Okay, unsichere Attacke, ihr unternehmt einen schlechten Angriffsversuch. Ein mittlerer Anstieg auf Erfolgswahrscheinlichkeit, ein hoher Anstieg auf Verletzungsrisiko. Oder er wird völlig überrumpelt sein. Ein Überraschungsangriff. Wir greifen aus einer unerwarteten Winkel an. Und relativ ausgeglichen sind hier die Chancen. Wir sind nicht unüberlegt. Das hatte ich ja eben eigentlich auch schon durch diese Geste aussagen wollen. Sterbt einfach. Das passt auch nicht zu unserem Charakter. Zweikampf, Herzog Otto. Als ich eine Schwachstelle ausmachen kann, stütze ich mich mit meinen Hammer hebend auf Miroslav und dränge ihn mit einem mächtigen Schlag zurück. Der Konter von Miroslav ist sorgfältig berechnet. Er wartet genau den richtigen Moment, um mit mehreren seinen zu antworten. Oh Gott, das ist aber auch schwierig hier umschrieben. Da passt die Übersetzung noch nicht immer so ganz astrein. Meine Form ist ordentlich, auch wenn sie einige Schwächen hat und die Haltung von Miroslav ist passabel. Mein Gegenüber wehrt meine Attacken nach wie vor gut ab, doch er wirkt wie kurz vor dem Scheitern. Irgendwann müsst ihr eure Waffe sinken lassen, ihr Feigling. Okay. Oder ich werde euch zeigen, wie ich mit dem Hammer umgehe. Das ist ein selbstbewusster Angriff. Das erste war ein Sondierungsangriff. Oder mehr habt ihr nicht zu bieten. Ihr könnt mich ja nicht einmal treffen. Das ist den Gegner versuchen zu ermüden. Indem wir eine Weile auf die Defensive setzen, lassen wir Miroslav sich ermüden.
während wir selbst wach und frisch bleiben. Der selbstbewusste Angriff ist ein gekonntes und elegantes Führen von Abfolgen platzierter Schläge. Und der Sondierungsangriff ist vorsichtig, aber bestimmt stellt ihr die Stärke der Abwehr von Miroslav auf die Probe. Ah, hier hilft nicht wirklich so groß weiter, was wir hier tun. Aber ich schätze ihn schon eher selbstbewusst ein. Deswegen würde das schon mal gar nicht so unwahrscheinlich sein. Den Gegner ermüden. Zufrieden, bescheiden. Ja, das letzte passt wieder nicht so richtig. Wir sind hier kein richtiger Robert. Noch nicht. Wer weiß, was noch passiert. Kriegsvolk, Verhandlungsgeschick, entschlossener Pilger. Okay, also eins oder zwei hätte ich jetzt gesagt. Wir lassen den Würfel entscheiden. Und entscheiden uns für irgendwann müsst ihr eure Waffe sinken lassen, ihr Feigling. Indem ich meine Gelegenheiten sorgfältig auswähle, schaffe ich es, mehrere schnelle Treffer zu landen, Miroslav hin und her zu stoßen und langsam seine Deckung zu öffnen. Folgt Miroslav von Filzenland, schreit mein Gegenüber, während er wütend mit seinem Streitkolben in meine Richtung. Ja, rennt, schätze ich mal. Meine Form ist ordentlich, auch wenn sich einige Schwächen hat, und die Haltung von Miroslav ist seine Auflösung begriffen. Ach, das ist dann immer so der Status, wie man sich hier so derzeit fühlt. Interessant, das haben die ganz nett gemacht. Wirklich eine interessante, gute Modifikation, finde ich. Die Abwehr meines Gegenübers ist heftig und ich fühle mich weit vom Sieg entfernt. Okay. Wir würden hierdurch entweder verunsichert werden, eine unsichere Attacke ausführen. Mit einem schlechten Angriffsversuch. Oder ein Hieb mit meinem Hammer und einen Tritt in den Magen. Festes Schuhwerk. Ihr verbindet einen schweren Angriff mit einem überraschenden Tritt gegen eine empfindliche Stelle von Miroslav. Oder Angriff, Parade, Riposte. Konter, Ansturm. Ihr entfesselt einen wahren Hagel an schnellen Attacken und Kontern. Okay, auch hier würde ich wieder sagen, eins oder zwei. Wir können es irgendwie nicht derzeit ausmachen. Beides wäre hier durchaus möglich, finde ich. Und die zweite Wahrscheinlichkeit. Angriff, Parade, Riposte. Ein gekonnter Ansturm. Wir fesseln einen wahren Schlaghagel auf mit schnellen Angriffen. Und kontern. Auf mein Gegenüber einprasselnd werfe ich mich heftig gegen die Deckung von Miroslav und zermürbe ihn mit jedem meiner perfekt angepassten Angriffe. Miroslav ändert plötzlich die Richtung, wirft sich selbst seitwärts und holt zu einem mächtigen Schlag aus, dem ich gerade noch ausweichen kann. Meine Form ist ordentlich, auch wenn sie einige Schwächen hat, und die Haltung von Miroslav ist eine Katastrophe. Wir sind einander absolut ebenbürtig und der Sieg führt gewissermaßen einen Tanz auf Messerschneide aus. Oh mein Gott, ist das spannend. Leute, das ist ja richtig gut, wirklich. Das ist. Boah. Okay, ich meine, es könnte mir vorstellen, dass es gerade bei kampflastigen Charakteren dann irgendwann doch ermüdend ist, sich hier durch immer wiederkehrenden Kampfszenarien zu manövrieren. Aber gerade jetzt in dieser Situation unglaublich spannend. Ihr werdet meine Abwehr nie durchbrechen, Miroslav. Bessere Menschen als ihr sind dabei gestorben, als sie meine Abwehr durchbrechen wollten. Naja, bislang ist noch keiner dabei gestorben. Ich habe noch niemanden getötet. Oder ich werde euch zeigen, wie ich mit dem Hammer umgehe. Naja, also das ist jetzt hier ja nicht wirklich passiert, deswegen, das wäre ja eher dann fast gelogen, deswegen würde ich das mal ausschließen. Ihr werdet meine Abwehr nie durchbrechen, Miroslav. Oder ich werde euch zeigen, wie ich mit dem Hammer umgehe.
das ist ja auch, das Held ist so eine Aushaltensituation irgendwie. Ich werde meine Abwehr nie, ihr werdet meine Abwehr nie durchbrechen, Miroslav. Auch ein bisschen Angeberei. Schon leicht fast arrogant. Nein. Ich meine, klar, ich werde euch zeigen, wo der Hammer hängt, quasi. Ist ja auch in gewisser Weise arrogant, aber das passt doch jetzt irgendwie eher. Zweikampf, Sieg. Jawohl. Selbstvertrauen macht bei jedem Kampf bereits die Hälfte des Sieges aus. Und als erfahrener Veteran lege ich deshalb auch mein ganzes Selbstvertrauen in meine. Miroslav tut sein Bestes, um mich abzuwehren, doch er ist völlig in die Defensive und wird mit jedem meiner Treffer schwächer und unvorsichtiger. Als sich die Gelegenheit bietet, schlage ich ihm mit einem einzigen mächtigen Schlag Streitkolben aus der Hand. Damit ist der Kampf entschieden. Miroslav kapituliert, noch ehe ich zum nächsten ausholen kann. Ich bin siegreich. Ja, das ist doch schön. Ich gewinne den Zweikampf gegen Miroslav wegen seines Verletzungsrisikos. Er hält die Eigenschaft schwer verletzt. Okay, aber getötet haben wir ihn nicht. Wir haben uns da doch sehr ehrbar geschlagen. Oh, und dadurch auch direkt ein Kampfgeschick erhalten. Das ist wirklich schön. Final Stretch. Ah, okay, jetzt müssen wir nochmal gucken, was wir am Ende dann tatsächlich machen. Victory is thin. Miroslav is at the mercy, helpless and defenseless for the time being. The main battle is far from over, and the lull that previously surrounded, though, seems to have faded away. This was merely a skirmish in the grand scheme of things, but nonetheless to own what remained of Miroslav's last seconds. What would it be? Okay, also goodbye. Das heißt, wir erhalten Prestige, Anspannung, weil wir zufrieden und bescheiden sind. God is justice. Okay, ja, wir würden ihn hier töten. Oder wir könnten sagen, dass er Gott danken kann. Wir würden ein schwaches Druckmittel gegen ihn erhalten. Unsere Ritter würden eine schlechte Meinung von uns erlangen. Wir würden Prestige verlieren. Okay. Alle Freunde erfahren von Miroslav gewinnen. Ja, okay, das ist jetzt auch nicht so. Ja, ich denke, wir würden ihn hier einfach ja, wir nehmen ihn hier gefangen. Ich denke, das ist so das Sinnvollste. Oder? Moment, was ist denn? Habe ich das jetzt hier irgendwie falsch verstanden? Moment. Nee, das habe ich schon richtig verstanden. Ja, wir schicken ihn hier ja nicht einfach weg. Nein, der wird gefangen genommen. Fertig. Oh, das sieht nicht gut aus hier. Schlecht gewürfelt haben wir hier. Noch ein Combat. Against Svitoslav. Serving under Oberhäuptling Ludwig. Oh, seht ihr? Jetzt passiert es tatsächlich. Direkt erneut ein Kampf. Oh Gott, es könnten auch Brüder sein. Okay. Aber ich glaube, diesen Kampf führen wir in der nächsten Folge weiter gegen Svitoslav. Denn für diese Folge ist bereits schon wieder lange die Zeit überschritten. Ach, da haben wir sich wieder komplett drin verloren. Also Leute, schreibt mal, wie euch dieses Duel-System gefallen hat. Ob wir auf irgendwelche Dinge noch achten sollen. Habe ich irgendwas übersehen? Müssen wir mal unser Augenmerk noch auf irgendwas anderes richten? Folgt auf jeden Fall auch meinen anderen Plattformen und hier weiter meinen Kanal. Verfolgt meine Projekte, die ich noch so am Laufen habe. Und vergesst auf keinen Fall zu abonnieren. Ganz wichtig. Also, bis zur nächsten Folge dann. Euer Syrakus.